Rund 3200 BesucherInnen sind auch heuer wieder zum Ball der österreichischen Immobilienwirtschaft in die Wiener Hofburg gekommen. Viele TeilnehmerInnen nutzen die Gelegenheit zum Tanzen, aber auch um neue Kontakte zu knüpfen. Dieses Jahr haben wir den 17. Immobilienball, ich bin zum 15. oder 16. Mal hier und es ist einfach jedes Jahr immer sehr schön komprimiert, kann man sich mit vielen Branchenkollegen austauschen, netzwerken und ja, jetzt geht das Immobilienjahr los. Die Immobilienbranche netzwerkt gerne, wir müssen das aber auch tun, weil wir zusammengehören, weil wir viele verschiedene Branchen vereinen. Und in dieser tollen Location jedes Jahr feiern zu dürfen, ist eine wunderbare Sache und da freue ich mich besonders. Es ist ganz wunderbar, die vielen Klienten, die ich habe, die vielen Netzwerkpartner, auch die vielen Leute, mit denen man zusammenarbeitet, einmal in einem anderen, in einem fröhlichen, in einem bunten Ambiente zu treffen. Der Immobilienball begeistert nicht nur die österreichische Branche. Auch internationale Gäste folgen der Einladung und tauchen ein in die glamouröse Welt der Wiener Bälle. I was looking forward to coming back, having been here once before, because it's such an impressive production for the agents in Austria. So it's very, very impressive. Für uns ist der Immobilienball das Event des Jahres sozusagen in Wien. Wir sind natürlich auch in Deutschland schon unterwegs und in Wien ist es das Event, was man ja auf alle Fälle besuchen muss. Auch in diesem Jahr unterstützt die Immobilienwirtschaft wieder ein karitatives Projekt. Die Erlöse des Kartenverkaufs durch EP Media werden durch die Raiffeisenbank Baden großzügig aufgerundet. 75.000 Euro gehen an den Verein Football Helps, Spiel für den Frieden in Afrika. Football Helps ist ein Projekt in Burundi, das Fußballturniere für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 15 Jahren organisiert, mit dem Ziel, gemeinschaftliche Werte zu vermitteln, um Frieden zu fördern im Land, einem Nachkriegsland. Wir freuen uns wahnsinnig natürlich, dass wir dieses Jahr Immobilienball das ausgewählte Charity-Projekt geworden sind, dank des Votings. Das Geld geht in unser Umoja Youth Center, ein Jugendzentrum für unsere teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. Es freut mich ganz besonders, dass wir eben seit 2015 auch ein gemeinnütziges Projekt jedes Jahr unterstützen und dieses Jahr eben Football Helps mit diesen 75.000 Euro, wo ein neues Jugendzentrum in Burundi entstehen soll. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz großartige Sache und bringt die Branche nochmal mehr zusammen. Und so wird gemeinsam die ganze Nacht gefeiert. Die Immobilienbranche zeigt, dass das 17. Ball der österreichischen Immobilienwirtschaft auch heuer wieder eine Nacht voller Tanz, Musik und gutem Essen ist.